Hallo und herzlich willkommen, ich bin Umesan und wir sehen uns hier wieder bei War Robots. Heute für euch teste ich eine Natascha mit zwei Zeus und zwei Geckos. Ja, ich habe endlich meine zweite Zeus, was mich sehr glücklich macht. Ich habe lange drauf gespart. Die zweite Zeus ist auch schon auf Level 7. Aber erstmal rüste ich jetzt die Tribuches hier auf. Ich will die entweder auf 9 oder auf 10 bringen. Damit, wenn ich mein Fury habe, damit ich gleich schon mal zwei ziemlich hohe Tribuches drauf habe. Ich teste heute in diesem Let's Play zuerst die zwei Zeus auf der Natascha und danach die zwei Zeus auf dem Rajin. Die Natascha macht durch die zwei Geckos mehr Schaden, aber der Rajin, der überlebt halt länger. Ich frage mich, welcher von beiden besser ist. Also bis jetzt finde ich am besten den Carnage mit Zeus, weil der hat halt einfach mehr drauf, sage ich jetzt mal. Der ist halt schnell und die Zeus hier haben eine 600 Meter Range und der Carnage kann halt relativ schnell abhauen und so. Ah, die Map ist jetzt nicht sonderlich gut, finde ich. Hier, apropos Rage mit Zeus, ne? Sollen wir uns ihm anschließen oder sollen wir unseren eigenen Weg gehen? Ich glaube, wir gehen einfach mal unseren eigenen Weg. Der Vorteil hierbei ist halt... Wow, wow, oha, come on, was ist denn das? Alter, nee. Nee. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Gogo, was soll denn das, Gogo? Was regst du mich so auf? Nee. Nehmen wir hier Baby. Nee, Bab. Ah, irgendwas Russisches, kann ich nicht lesen. Oh, das kotzt so an, wie langsam diese Natascha ist. Das ist so. Oh, das ist so schlimm. Vor allem auf dieser Map hier. Ich brauche Jahre, bis ich in Position bin. Dann brauche ich Jahre, um wieder abzuhauen. Das ist echt katastrophal. Ja, super. Also sie macht Schaden. Und das ist nicht gerade wenig, aber... Ja, die macht Schaden. Aber die ist... Oh mein Gott, die ist so langsam. Das ist eine richtige Katastrophe. Damit kann man das... Das geht doch nicht so. Da kam doch gerade was angeflogen, oder nicht? Was soll's? Ja, wir verstecken uns hier hinter dem Haus. Hab keinen Bock auf diese Hydras. Da ist der Rajin, der lebt immer noch, aber nicht mehr lange, so wie es aussieht. Der wird nämlich hier ziemlich... Oh, ich schieße mit den Geckos daneben. Der wird nämlich da ziemlich zerballert. Na, der lebt immer noch. Überraschung. Ja, ja, diese Natascha, das ist so unglaublich, wie langsam die ist. Ich komme so nicht drauf klar. Die ist mir zu langsam. Also für so ein... Oh, das hat jetzt echt stark geleckt. Für so ein... Also für Mittelstrecke ist das mir zu langsam. Da ist mir auch der Rajin zu langsam. Ich meine, schaut euch das mal an, wie viele Jahre ich brauche, um hier irgendwie in Position zu kommen. Das geht doch nicht. Ja, der Natascha, der zieht mir aber ordentlich Leben, aber die mir auch. Ja, aber die hat hier keine Chance. Obwohl, wir haben gerade gleich... Nee, da kommt ein Leo. Wir sind am Arsch. Wir sind am Arsch, ja. Mit einem Carnage hätte ich mich hier noch rechtzeitig zurückziehen können. Aber so wird es wohl eher nichts. Ich wechsle mal auf den Rajin. Also mit dem Rajin habe ich... Das habe ich schon mal ausprobiert und mit dem lebe ich eindeutig länger als mit der Natascha. Die Natascha ist für die Zeus einfach meiner Meinung nach nicht der richtige Roboter. Die Natascha ist eigentlich einer der schlechtesten Roboter, wo man eine Zeus draufpacken kann. Da ist sogar noch ein Vitya zu seinem Golem besser. Oder eine Boa, wo eine Boa im Nahkampf halt... Boa ist ein Nahkampfroboter. Aber eine Zeus ist sogar auf einer Boa besser als auf einer Natascha, meiner Meinung nach. Jeder hat seine eigene Meinung, aber meiner Meinung nach ist die Natascha halt einfach viel zu langsam und viel zu groß, um da irgendwie ranzukommen. Und die Feuerkraft ist jetzt auch nicht so... Also die Feuerkraft von der Natascha ist echt stark, aber mit Geckos und Zeus eben nicht stark genug, um einen Gegner schnell genug auszuschalten, bevor er einem wehtun kann. Jetzt haben wir hier den Rajin mit zwei Zeus. Der kann ganz schön nervig werden. Und wieso spielt der seinen Galahad so mit... Oh Mann, das macht mich wieder traurig, wenn ich sowas sehen muss. Das macht mich ernsthaft traurig. Was ist denn da? Ein kleiner Griffin, den kriegen wir. Ja, den haben wir bekommen. Wenn er da hinterm Haus wieder auftaucht, dann kommt die zweite Ladung. Sieht auch ganz ordentlich.
Der kriegt jetzt nochmal einen dritten Schuss ab. Hier haben wir nochmal einen Rajan, der hat aber nur eine Choice. Aber da ist ein Galahad oder ein Gareth. Da kann ich auch nichts machen. Nehmen wir den hier raus, sobald er da vorbeikommt. Obwohl er wird wahrscheinlich ausgeschaltet, aber zur Sicherheit bleibe ich mal. Okay, der ist weg. Hier kommen die aber jetzt von der Seite und zwar zu viert. Da kann ich auch nicht viel machen. Also es sieht dem böse. Also Zeus ziehen viel. Der nimmt hier den anderen ins Visier. Ich ziehe mich mal hier zurück ein bisschen, weil ich sehe, die werden hier früher oder später zu uns kommen und dann sind wir ziemlich am Arsch. Und wenn ich früher halt schon aus der gefährlichen Zone raus bin, dann habe ich nachher größere Überlebenschancen. Der andere Rajan, der wird da jetzt wahrscheinlich zerballert von denen. Ich schau mal hier kurz vorbei. Sag hallo mit Geckos. Der hat jetzt keine Chance. Wenn er nicht schon von den Punishern ausgeschaltet wird, schalte ich ihn jetzt mit den Zeus aus. Da ist halt das Problem, da ist ein Galahad. Und gegen den Galahad kann man jetzt nicht viel machen. Da kann ich gegenballern, wie ich will. Warte, ich setze hier noch einen Schuss ab. Nee. Nee, ich setze hier keinen Schuss mehr ab. Der Galahad ist mir hier zu gefährlich mit seinem Kumpel Leo. Das gefällt mir gar nicht. Und da ist der Golem. Der Golem hat hier aber keine Chance. Ich meine, ich fahre jetzt hier einfach mein Schild hoch, weil das wird jetzt zu blöd. Und wieso steht hier in meinem Schuss dieser Typ? Ach, so ein Penner, Alter. Steht hier mir in der Zeus drin und klaut dann auch noch mein Kill. Was soll denn das? Und es tut mir leid, wenn ich gerade eben irgendwie ein bisschen anders rede, sag ich jetzt mal. Ein bisschen, ja, langweiliger rede. Aber ich nehme dieses Let's Play hier an dem Abend vor. Also ich nehme das Let's Play gerade eben am Montagabend auf, weil ich keine Zeit habe jetzt am Dienstag, weil ich noch was zu tun habe und ich habe auch etwas Kopfschmerzen und bin ein bisschen genervt. Hatte heute einen etwas anstrengenden Tag. Okay, jetzt bin ich hier ziemlich in einer Kacksituation. Nicht nur in einer Kacksituation, in einer extrem Scheißsituation. Ich muss hier nämlich jetzt abhauen. Aber wie ihr schon seht, der Rajan überlebt eindeutig länger. Er hat halt mehr Leben und sein Schild. Ich muss hier aus dieser Schussbahn von dem Leo raus. Und sein Kackpins, der nervt mich da extrem. Jetzt haben wir hier Firepower 90. Ja, den können wir noch kurz anhitten. Hier ist ein zweiter Rajan, der wird diesen Typen hier ausschalten. Höchstwahrscheinlich. Was schon mal gut ist. Wir können hier noch etwas beigeben. Ja, der ist weg. Der ist Geschichte. Ja, wir sind hier jetzt ziemlich in der Kacksituation, weil wir sind hier eingekreist von dort und von dort. Da ist ein Rhino und der hat halt sein Schild. Da kann ich jetzt mit zwei Zeus nicht viel machen. Jo, cool. Schild ich halt auf meinen Kopf drauf. Gemütlich da oben? Warte, ich geb dich noch ein bisschen höher. Alles klar. Ja, so schnell kann es gehen. So schnell ist der Rhino weg. Oh, ich werde hier von der Seite, aber das ist nur wie heißt das Ding nochmal? Stalker, nimm Stalker. Ja, ich entschuldige mich nochmal dafür, für meine Sprechweise momentan, aber ich bin echt gerade eben ziemlich müde und ziemlich am Ende, sage ich jetzt mal. Aber ich möchte natürlich euch dieses Let's Play nicht vorenthalten, da ihr euch das gewünscht habt. Und ich möglichst versuche, jeden Tag ein Video hochzuladen. Ihr werdet bestimmt auch dann merken, dass das Let's Play ein bisschen früher kommt. Normalerweise lade ich meine Let's Plays so zwischen 12 und 14 Uhr hoch. Aber heute kommt es wahrscheinlich so um 10 oder 9. Einfach aus dem Grund, weil ich um 13 Uhr schon in der alten Wohnung bin und dort halt renovieren muss. Und deswegen halt nicht wirklich die Zeit dazu habe. Und hier ist der Leo. Wir sind jetzt hier auch Geschichte. Wir haben auch leider verloren. Also trotz eigentlich, naja, wir haben jetzt nicht wirklich zum Sieg oder zum Verlust, ne, wir haben zum Verlust beigetragen, nicht zum Sieg. Aber wir haben wenigstens das ganze Battle überlebt.
Im Gegensatz zu der Natascha, weil die war sofort weg. Ja, 420.000 Schaden. Zweitbester, trotz Camperwaffen. Ich würde sagen, das ist nicht schlecht. Das ist der Zeus mit. Oh Gott. Der Rage mit Zeus, der ist deutlich effektiver als die Natascha mit Zeus. Das ist das Einzige, was ich jetzt eigentlich wirklich sagen kann, weil er halt mehr Leben hat und ein Schild hat. Und halt, obwohl doch, seine Hitbox ist relativ groß. Aber ich glaube, die Hitbox der Natascha ist von vorne gesehen größer. Von oben gesehen ist die vom Rajan größer, aber die von der Natascha ist so von Frontangriffen her größer. Glaube ich. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Naja, auf jeden Fall, Zeus auf dem Rajan besser als auf der Natascha. Und Zeus auf dem Carnage besser als auf dem Rajan, meiner Meinung nach. Darum habe ich sie eigentlich auch auf meinem zweiten Carnage drauf. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dahin, ciao.